Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Ah, sehr schöner Bart übrigens aufgemalt, das habe ich selbst gemacht, ne? Also so, weißt du, im Kunstunterricht, da, ja, da habe ich eine 1 für bekommen, natürlich. So, wir starten hier wieder. Was haben wir denn letzte Aufnahme gemacht? Haben wir da nur eine Dings geschafft? Ach ja, hier sind wir letztes Mal gescheitert, ich weiß es noch. Also, nicht wirklich, sondern nur so halb, ich gucke hier gerade mal raus, aha. Naja, das wird natürlich jetzt nicht gerendert. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu erledigen? Eigentlich nicht. Ich kann mich hier mal kurz umsehen. Nehm nur eine Folge mal ganz kurz auf. Oder was heißt ganz kurz? Also halt normal. Wie immer eigentlich 20 Minuten. Da oben haben wir übrigens einen Hubschrauber. Ich rede gerade etwas leise, hab das Mikro ganz nah dran. Wobei ich das eigentlich so mag. Also ich denke, dann ist die... Naja, dann ist es vielleicht noch ein bisschen basslastiger oder klingt ein bisschen besser. Nur geht's mir heute echt elend und die Stimme ist eigentlich auch im Arsch, nur wollte ich diese eine Folge aufnehmen, von daher. Stoff, Goff, Zoff, ach Zoff. Ah ja. Raffi kann auch lesen. Und was, oh. Wir sollten ein paar Typen ausschalten, jetzt weiß ich's wieder. Oh Gott, da sind wir letztes Mal einfach gestorben, ne? Na schön. So, steig ein. Verdammt. Ah, nee, wir brauchen ja einen Viersitzer. Mann, ey. Bräuchten wir eigentlich so einen Sportwagen mit vier Sitzen? Oh. La, la, la. So. Okay. Ich muss heute etwas ruhiger reden. Wegen meiner Stimme. Wegen meiner Zunge. Die fühlt sich auch komisch an. Nichtsdestotrotz steht dem Spaß nichts im Wege. Naja. Meine Stimme. Wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal die Wachen ausschalten. Die haben wir letztes Mal einfach überfahren. Und danach sind wir gestorben. Das war natürlich ein typischer Raffi. Wir nennen es jetzt einfach Raffinov. Wenn irgendjemand ein Pech passiert, dann ist es ein typischer Raffinov. Ist das nicht schön? Okay. Wir sind auch letztes Mal ausgestiegen. Das war unser Fehler. Wir wurden echt sofort erschossen, obwohl wir eine Schutzweste hatten. Das heißt, die Typen sind echt nicht ohne. Also, glaube ich zumindest. So, hier sind wir schon richtig. Da, das sind sie. Und jetzt überfahren. Verdammt, der schießt noch auf uns. Komm, steh auf. So. Hier. Der klingt ja begeistert. Komm, komm, jetzt hier. Mann. Ich packe hier gerade fest. Ach, Gott sei Dank. Ich würde hier gerne raus. Ach, danke. Na, Baby. Naja, der hat ein bisschen mehr auf den Hüften. So, komm, einsteigen. Hallo? Okay, das ist weggerannt. Toll. Na komm, steig ein. So, der ist drin. Der eine ist irgendwie im... Okay. Ich wollte sagen, der ist eben weggefahren. Aber da ist er wieder und da läuft schon wieder Michael Jackson. Kommt zu fassen. Ich zieh den ja förmlich an. La 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 la. Kann leider nicht singen. Entschuldigung, Leute. Also, mit der Stimme. Generell kann ich auch nicht singen. Warte, das machen wir ein bisschen schlauer. Oh, die haben uns schon entdeckt. Wir locken sie mal raus. Oh. Moment, Moment. Oh, oh. Der Wagen ist richtig im Arsch. Oh, oh. Na los, na los. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch einen anderen Wagen, falls der hier anfängt zu brennen. Und vier Sitze am besten. Wir warten, bis sie rauskommen. Zwei sind noch drinnen. Okay, die kommen gerade anscheinend nicht raus. Wir warten auf den Viersitzer und schnappen ihn uns einfach. Viersitzer, komm schon. Ach toll, dann nehme ich halt ein Taxi. Ich immer mit meinen Taxis, weißt du, da wird's dann... Okay, Taxi ist weg. Meh. Ja, doch ein bisschen mehr auf den... Nein! Du willst mich doch verarschen.
Ja, danke. Ja, komm jetzt hier. Steig ein. Ah, der hat das gleiche. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Sorry, aber darauf habe ich jetzt... Da habe ich jetzt keine Zeit. Hier nochmal. So. Maus, Maus, Maus. Ich weiß jetzt, dass ich kurz mal... So. Kurzaufnahmen unterbrochen, wie schon gesagt, wenn ich ins Optionsmenü gehe, da weiß ich nicht, ob es dann richtig aufnimmt. Da spinnt er manchmal rum. So, ich habe einfach den Spielstand neu geladen, die Maus geht auch wieder. Jetzt hat mich ein Stink normale Polizist einfach. Hat er eine andere Farbe? Hm. Also, nicht der Polizist, sondern der Wagen. Dünn, dünn, dünn. So. Los geht's. Und dann bin ich mal ja, das hatten wir jetzt auch schon eben. Ich beeile mich jetzt einfach mal. Hier passiert jetzt nichts Spannendes. Wir sind jetzt kein bisschen weitergekommen bisher in der Folge. Außer, dass wir von einem scheiß normalen Polizisten verhaftet worden sind. Ach, Mann. Die einen immer noch am meisten aufregen, die... Die Bollen. Entschuldigung. Ich rede jetzt natürlich nur von virtuellen GTA-Bullen. Von nichts anderem. Nein, nein. Hier. Moment. Gay Gordos. Ah. Wie so ein Gay Club. Toll. Freue ich mich. Da haben wir auch was für den Philipp gefunden. Ach, schön. Da wird er sich freuen. Sieht er eh nie. Hoffe ich mal. Muss ich ihm die Stelle einfach posten. 8,99 Luftballons läuft hier. War mir eben gar nicht... nein! Ist doch so blöd. Also ich. So. Okay. Komm ran. Ja, als Manager springe ich immer auch immer so die Treppe runter. So, kann ich leider nicht überspringen, Leute. Deshalb nicht wundern. Solche Cutscenes... Mehr oder weniger Cutscenes kann man nun mal nicht unterbrechen. Ein Wagen, ist das ein Viersitzer hier? Bestimmt, oder? Viersitzer, Viersitzer, ja. Ah, ich glaube, die Typen sind hier eingesperrt, ne? Der eine zumindest. Moment. Ach, toll. Mann, was für inkompetente Leute habe ich hier bitte angestellt. Ah! Weißt du, zu blöd an einem Wagen vorbeizulaufen. Okay. Dankeschön, dass du hier eigentlich mal einsteigst. So. Da würde ich mal sagen, fahren wir um die Ecke. Lassen uns nicht von einem normalen Bullen verhaften. Lassen uns nicht abknallen, dann sollte das klar gehen. Leicht gesagt, schwer getan. Rechts. Ich muss gerade mal auf die Zeit achten. Habe heute mal meinen Timer gestartet. Also am PC, spielt zwar im Fullscreen, aber da musste ich halt ein paar Sekunden vor der Aufnahme starten. Also kann ich da ein paar Sekunden abziehen, aber naja. Nein! Verdammt. So, jetzt eine Wendung. Das ist ein Moped. Komm ran, komm ran. Nein! Komm ran! Jawohl. So. Wenn wir sie nämlich überfahren, dann sind wir, glaube ich, erstmal am besten dran. Oh, ein Stern. Sollten wir aufpassen. Ne, ist er schon wieder weg. Ach, Gott sei Dank. Die normalen Bullen machen am meisten Probleme, weil sie einfach bei uns einsteigen. Okay, zwei sind noch übrig. Die müssen wir anlocken. Anloggen. Ja, wir haben den einen erwischt. Haha. Noob. Ja, wissen wir nicht, aber... Na, komm ran. Na, komm ran. Na komm, da kann ich jetzt aber auch reinfahren, so, ne? Nein! Oh Gott, im Himmel. Lauf, lauf, lauf! Bitte was? Hä? Unser Wagen ist anscheinend nicht explodiert. Und er fährt noch. Aha.
sind die alle drin. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, den Wagen hier zu nehmen, weil der quasi eben gebrannt hat eigentlich. Seltsamer Bug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir die noch jagen, ey. Ach Mann, komm schon, Level. Mysteriöses Lied übrigens. Oh, oh. Was? Der lebt noch. Ja, der fährt weiter. Oder? Nee. Scheiße. Dann müssen wir erstmal den Typen hier holen. Jetzt biegt er auch noch ab. Geht's dir eigentlich noch gut? Steig aus, steig aus. Oh Gott im Himmel. Phew. Ja. Oh Gott sei Dank. Danke, danke Level. Phew. Gut, dann hätten wir das auch erlebt. Das sind ja nicht meine Männer. Die sind... Ah, na süßer. Schon mal so ein Ding gesehen? Also, meine Knarre. Natürlich. Nichts anderes. Fährt das Ding noch? Haha. Aber cool hier. Schön, dass wir übrigens auf dem Motorrad Radio hören können, aber... War ja auch im vierten Teil dann so. Oder war in allen Teilen auch so. Ich meine, in GTA 2 oder im 1er gab es auf jeden Fall auch Motorräder. Schick hier auf jeden Fall. Ja. Mein Gott. Oh oh. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Hmm. Der scheint nicht ganz zufrieden zu sein, der Lance. Komisch. Das ist in der Tat komisch. Na schön, dann fahren wir mal weiter. Meine Stimme ist gerade wieder ein bisschen besser geworden übrigens. Trotzdem natürlich nur eine Folge aufnehmen, aber... Nur so zur Information. Was können wir denn machen? Eine neue Mission anfangen will ich jetzt nicht, weil... In der Zeit würden wir sie nicht schaffen. Nicht schaffen. Ich möchte doch hier Hochdeutsch reden. Intellektuell. Hm. Was können wir denn machen? Wir können speichern, das ist doch schön. Wir können uns ein bisschen die Gegend angucken. Nur ausnahmsweise, Leute. Nächstes Mal mache ich dann, wenn es mir ein bisschen besser geht, wahrscheinlich wieder eine längere Aufnahme, dann... Scheiße. Dann passieren hier nicht solche komischen Dinge. Das hat keiner gesehen. Also außer ich natürlich und der da. Genau du hast es gesehen. Das bleibt aber unser Geheimnis, ne? Sonst, Pam. Oh. Bei dem Polizeistern. Wir könnten kurz, da fällt mir gerade sogar was ein, diesen einen Laden kaufen, aber der ist nicht hier. Wo war denn der zum Teufel? Aber echt schon ein geiles Spiel. Ich bin immer wieder überrascht, wie abwechslungsreich das Ganze ist. Muss ich einfach sagen, also... Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Das Spiel ist total abwechslungsreich. Ach du Heilige. Call. Das sind die Bullen. Scheibenkleister. Finde ich denn diesen einen? Macht zwar Spaß, hier rumzucruisen, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, wollte ich sagen. Das ist irgendwo hier in der Nähe. Ich hab's im Blut. Ja, im Blut habe ich sowas. Spend Express. Das Geräusch ist dezent nervig. Wo ist denn der? Da vorne. Jawohl. Oh, oh. Nein. Na, okay. Den müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, drücke die Tab, um den Malibu Club zu kaufen. Preis 120.000.
Mann, so viel Geld haben wir noch nicht mal. Ich dachte, das ist ein bisschen teuer. Ja. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Ich tanze ab. You're too stupid to hurt, pal. Ich tanze. Scheiße. Fuck. Nein! Warte, ich warte mal, ob wir sie loswerden. Anscheinend nicht. Ich fahr da mal weg, ne? Hau ich dir einfach so ins Gesicht, ey. Pam! Ist auch schön. So, wir fahren zu unserem Anwesen zurück, zu unserer geilen Villa. Die ist geil. Ah, wir sind den Bullen schon los. Na dann, kein Stress. Gut, dann machen wir das. Die Folge ist dann, sagen wir, in einer angemessenen Länge. Ich wollte sie ja eigentlich immer unter 20 Minuten halten. Meistens wurden sie ja dann länger. Ist hier noch der Golfclub? Ich glaube ja. Und die Brücke hier. Da über uns war eben übrigens eine Holzbrücke. Auch interessant. Ob hier auch Menschen von der Brücke springen? GTA 3 sind ja echt ein paar Menschen runtergesprungen. Ich weiß immer noch nicht, ob das nur ein Bug war. Oder ob das echt halt so ein, in Anführungszeichen, Feature war. Ich meine, ist ja schon mehr oder weniger ein lustiges Feature. Ne, lustig nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wenn da Leute von der Brücke springen. Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Jetzt bitte nicht im negativen Sinne aufnehmen. Daraufhin will, dass Leute von der Brücke springen. Nee, natürlich nicht. Auf jeden Fall schon krass. Oh, oh, oh. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Jetzt verliere ich das alles von meiner Schutzweste, naja. In dem Sinne kostet es auch diesmal nur 200 Dollar. Naja, haben wir diese Folge nicht so viel gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dafür nächste Folge mal wieder ein bisschen mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich. Alter, ja, Raffi, töte dich gleich selbst, okay? Ey. Warte. Warte. Ach, ich kann auch mit dem Mausrad ranzoomen. Das ist ja nice. Der natürlich nicht. Habe ich nicht nochmal. Ich habe meinen Katana nicht mehr. Stimmt, ist ja irgendwann mal gestorben. Da habe ich es, glaube ich, verloren. Hm. Naja. Okay. Was sein muss, muss sein. So, und schon sind wir zu Hause. Naja, mehr oder weniger. Bleiben hier eigentlich auch die. Ach, hier haben wir eine Garage. Wusste nicht mal, dass wir eine haben. Warte, dann packe ich den hier auch da drin. Dann haben wir ein paar davon. Weil die tauchen ja automatisch. Oh, oh. Was ist das für abgespacede Musik? Scheiße. Na. Alter, ich bin echt der Held der Einparker. Boah, das ist so richtige 80er Musik. Das ist doch toll geparkt. Ich hätte den Preis verdient als bester Einparker. So was überhaupt geben würde. Aha, hier liegt, glaube ich, noch ein Herz drin, ne? Ja. Das sind echt relativ viele, muss man sagen. Das ist ja auch geil. Guckt, Leute, weil sowas. Das ist wieder richtig detailliert. Sowas liebe ich einfach. Klar gibt es hier nur ein paar Häusern, aber dafür ist das schon relativ krass. Cool. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge. Kurz genug, ich hab's jetzt, ja, ich weiß, ich hab's jetzt ein bisschen gestreckt, bin extra hier ein bisschen langsamer gelaufen. Und wir gucken ja aus dem Fenster. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.